Ich bin jetzt rechts. Nee, da greife ich dich an. Du bist noch nicht vorbei. Also, du bist zwar vorne, aber du bist noch nicht vorbei. Wird es hier zum Dreikampf oder was? Nein, nicht mehr lange, weil ich muss jetzt sowieso... Oh, Alter! Millimeter um Millimeter! Alter! Ja, ich hab alte Reifen. Boxenstopp. Bin hin! Er hat's gesehen. Oh, jetzt bin ich zu weit rausgekommen. Ja, ich hab leider ein bisschen zu viel Platz gemacht. Das ist doof. Das ist gut für Mergowitz. Ja. Das ist gar nicht gut. Ich hab mich nicht verbremst, diese Runde. Ich wollte dir eigentlich keinen gefallen tun. Okay. Nicht abbiegen! Sorry! Was ist passiert? Ich bin rein. Seppel fast. Ich hab gar nicht mitbekommen, bei mir ist gar nicht. Ich hab den kleinen Geschwindigkeitsschub gegeben, glaube ich. Ist doch nett. Ja! Jetzt bin ich Hamilton reingefahren. Der ist gut blöd. Also beides. Ach, Mono. Hi. Ja, fahr ruhig. Das wird ein Schub in Asche, ey. Muss ja kommen. Wenn ich dich überhole, bekomme ich nicht sofort wieder blaue Flanken. Alles klar. Ich habe keinen Bock mehr auf die KI. Alles klar, damit bist du vorbei. Aber jetzt. Ich zieh wieder auf ihn an. Jo. Sonst krieg ich die Kurve, ist echt scheiße, um die an zu fahren. Sorry. So, was hab gemacht, ich jetzt gehabt? Gelbe Reif krieg ich. Hallo, Björn. Hi. Ich komm gleich mit Gelb wieder hinterher. Ich bin nicht so weit schon. Aber du hast jetzt so viel Vorsprung, das ist doof mit dem Rausrutschen gerade, das hat mich viel Zeit gekostet. Selbst sag bitte, wenn du angreifst. Ja, ich bin jetzt erst aus der Box und das Ganze rausgekommen. Es war ein Versuch. Nicht überholen, aber überholen. Kann man das nicht so machen, dass man das ist echt ärgerlich, dass ich jetzt beide irgendwie einen Abgang mache. So viel gequatscht, aber das war ein Versuch zu überlegen, wie ich vorbeikomme. Es war ein Versuch zu überlegen, alles klar. Achso. Ich hab schon eine Vorstellung, Alter. Mal gucken, ob sie noch. Jetzt hätte ich fast ein Abbiegen nach rechts gemacht. Ich weiß nicht, wann hatte ich nochmal gewechselt? Und das ist doch der S. Ne? Ja, okay, das ist schon, zwar ja eine relativ lange DRS-Zone, ne? Alter! Oh, knapp! Zumindest Bottas ist cool, noch vor mich gekommen. Ja, aber ich hab sie bei mir auf grün genommen. Und ich kann ihn hier nicht überholen, das ist doch nicht wahr. Ja, ist ja viel Spaß. Ich nach vorne, viel Spaß mit dem Klappen. Wenn es dein Flügel wieder kaputt ist, dann lachen wir am Ast ab. Ich weiß nicht, ob ich überholen darf. Nein, nichts, darf ich nicht. Lass den Lack her! Ja, das war's mit dem Überholen, ne? Leco mio, ey, Alter! Oder liegt jemand? Wenn der größte gewesen wäre, wäre ich voll die Kanne geheizt. Ist Gondel? Der Drift hier ist normal, Sepp. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich hab ihn schon gern. Boah, der steht aber quer mitten auf der Hochgeschwindigkeitsgeraden. Ist vorbei? Ja, soll ich auch? Nein. Innen. Ich soll innen. Nee, danke. Ich hab die nämlich fast nicht außen angefahren. Innen ist rosa. Kann ich ja nicht mehr gut abgewiesen. Ja, hast du auch gemacht. In 9 Runden hatte ich... Oh. 8 Boxenstopps, 4 Flügel. Was möchtest du wiederholen? Die 11.88.0. Das war jetzt ganz schlecht von mir. Hier kommt die Kurve, Sepp, ich muss bremsen. Ja. Ja. Ich stehe gegen... Ich habe das falsche Pedal gedrückt. Ich bin links, ja. Danke dir. Passiert mir im normalen Autofahren auch? Das ist der falsche Pedal. Ja, boah, das hätte mich fast wieder abgeschossen. Jetzt lass doch mal den armen Bonas in Ruhe, der kann auch nichts. Benzin, warum Benzin? Dafür, mein. Der kann halt auch nichts. Sepp, warum hast du jetzt einen Abstand? Ich hab dir Schikane scheiße genommen. Ich wurde von der Schikane schikaniert. Ach, Junge. Dedim! Dedim! Der kleine Plöppen, der Klappan, komm, gib den Händen her. Kaplan. Der kleine nicht Plöppen, klappern. Der kleine Plöppen, der Kaplan, komm, gib den Händen her. Der ist halt echt viel geworden, das ist irgendwie. Andi. Der kleine Plöppen, der Klappan. Muss man erstmal wieder überlegen, wie der Text ging. Der kleine, klappende Kaplan klebt poppige, peppige Pappplakate. Also, Mono, ich glaube, ich habe das Feld ein bisschen aufgehalten. Stimmt, ich habe das Feld ein bisschen aufgehalten.
Ja, ist der Joel, also Felder überholen ist echt immer Grütze. Alter, Zarek hat doch einfach mal die Fresse. Wir alle nah zusammenhängen. Ja, also hier auf der Strecke ist sowieso schwierig, wie ich ihn überholen. Auf Spanien ist überholen. Also weil es ziemlich gefährlich ist, du kannst vielleicht rausrutschen. Und gerade um unseren Lieblingssektor, das ist einfach tödlich. Lass den Krieg einstellen, bis wir überrundet haben. Warum lenke ich nicht mehr? Warum sollte ich jetzt angreifen? Auto gerade aus. Weil ich hart aufgehalten werde. Was? Raus? Hat's einen Unfall oder bist du raus? Nee, ich konnte nicht mehr lenken. Ich kann einfach. Also, ist gemerkt, oder? Nee, nur die Windschutzkontroller ist an. Wollte ich gerne fassen. Ich muss kurz mal was nachgucken. Ich glaube, ich habe sehr lange. Nee, du hast dich nur berührt. Mein Herz. Ja, nicht gut. Du hast dich nur berührt. Hat er sich wenigstens weggedreht, der Mitch? Ja, deswegen konnte ich ihn nur holen. Nice! Also er hat sich nicht ganz gedreht, aber ich konnte ihn nur holen damit. Ja, cool, Sven. Ich mag halt, wenn man beide gleich bewegen. Nicht hier, was einer voll aufhört und der andere freigelassen. Finde ich doof. Was? Jetzt schon im Boxenstopp? Du hast so einen Knall. Mein Gott, Walter. Oh Gott, der hätte da gerade hochschalten müssen eigentlich. Durchdrehende Räder, lasst ihn. Gefühlt. Ja, wie sieht das denn aus? Nächste Season mit Schalting an? Ich weiß nicht. Warum hier aus? Warum macht der da so blockiert? Dann wird es übrigens noch lauter, ne? Weil. Also bei mir. Schalten wird man noch sehr laut. Schalten kann ich nicht selber, das wird auf diesen Controller ein bisschen schwierig. Ja, das funktioniert beim Pad bei mir auch nicht. Das stimmt. Hatten wir ja schon öfter gesagt. Also ich konnte das nicht. Das war jetzt das Blöde. Geh von der Kopf, oder bitte dann. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Nur hat der Daumen, den du da. Das Rennen erinnert irgendwie an das Bahrain-Training. Darauf wie fährst, passiert wie nichts. Weit fährst du auch mit den Reifen? Ich habe keine Ahnung. Mal zu sehen. Wie viel Prozent hast du denn? 55 vorne links. Ich habe 35 vorne links. Ja, ich weiß aber auch nicht warum. Hä, wie kannst du das also irgendwie. Alles klar. Indem er die ganze Zeit blockiert, wahrscheinlich. Also ich habe jetzt 26 für die Runde nach dir reingegangen. Also, es könnte sein, dass ich für die nächsten Rennen ausfalle. Warum? Verletzt bei dem Crash, oder? Mein Controller ist kaputt. Der Stick vom Controller geht nicht mehr. Weil du musst so aggressiv sein. Ja. Wir handeln den Controller mal Sachen. Ist auch schon ein bisschen wunderschön, guten Abend. Mich wundert, dass du auch so lange durchgehalten hast, dein Controller. Ist dein Flügel kaputt, oder warum hast du gerade Zeit verloren mit der DS gerade? Hab ich nicht. Gut. Ich will mal schauen, ob ich ihn gebraucht kaufen kann. Oder ob ich ihn jetzt repariert bekomme. Beziehungsweise ich war direkt hinter dir und hab mich dann in der Kurve weggedreht. Der ist jetzt... Nee, nur halb. Bist du wieder abgebogen, dann links? Ich bin gar nicht abgebogen. War auf einer Geraden, wo ich kein Glück bekommen habe. So, also nur, was hast du gesagt, was müssen wir runterladen? Quake, den Befestballer, Alter. Ja, genau. Du musst dich da, registrieren, damit du dann Moment, einen Code eingeben kannst. Moment, was hab ich gesagt? 55%? Ja. Das macht gar keinen Sinn, ich hab nur reine 50 jetzt. Geben Sie Alter. Der hat den ganzen Netzwerk schon jetzt im Auto, ey. Ja, ohne Spaß. Gott, das ist ja Monatag. Ja, aber guck mal, wir haben. Ja, genau. Ich glaub, scheiße. Wenn er vorbei will, ist gut fahren. Ja, ich fahre genauso wie du. Tap your kiss immer. Glänzen. Tap your kiss immer glänzen. Kann man das hier machen für Quake? Das war mal hart verbremst. Ja, ich mach genau. Also muss ich mit dem Befester Launcher runterladen? Nee, oder ich muss mich anmelden für... Nee. Du musst dich registrieren, dann kannst du den Code eingeben und mit dem Launcher kannst du es dann runterladen. Alles klar, ich glaube, ich habe mich sogar schon mal registriert. Anmelden. Zahlrob, bitte mach das nicht, dass du nach jeder Kurve nach hinten guckst. Da geht in die Hose irgendwann. Sepp, das Waffenstillstand ist Wasser. Nee, bis Wasser nicht, aber ab Wasser. Ja, ich also, bin quasi bei Wasser. Ja, okay.
Kannst du mir sagen, wann du an die Box willst? Noch nicht. Ich bin irgendwie noch im Team Haas-Modus. Ich frag viel zu viel Sinn. So, wo kann ich das dann registrieren? Ja, wir nehmen mal Windschatten mit, ne? Unter was? Unter Spiele oder? Muss irgendwo stehen, Redeem Code oder Code hinzufügen. Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich mal gucken. Hab ich schon wie geil! Nee, aber ich bin einfach die gleiche Linie, wie du gefahren hast, funktioniert. Ja, das war auch die einzige Linie, die möglich war. Da, zur Beta. Geil! So wählend! Nee, nicht anmelden zur Beta, sondern in deinem Account. Zur so Beta! Genau. Zur Beta! Das Boxenstopp-Fenster schließt. Das Boxenstopp-Fenster schließt. Ich weiß, dass ich schon manchmal nicht ganz schön Habe ich den Maximum Schiss überstanden? Und Sepp hat den Maximum Schiss nicht überstanden. Alter, jetzt hätte ich fast einen Sepp gemacht. Ich hoffe, Sepp. Auf der Dena geraten. Ja, ich nehme die nächste Kurve, dafür scheiße. Ja, ich gehe an die Box. Hast du irgendwas kaputt, Sepp? Nee, aber ich habe dreckige Reifen, die jetzt ziemlich am Arsch sind. Wollte eigentlich mit Mediums fahren, aber das wird, glaube ich, nichts. Zeug, was hast du denn so für Reifen? Mediums. Der Abstand, wie sehen die denn aus? 45, ich fahre jetzt auch in die Box. Weiß. Das sind die Mediums. Ja, hört sich gut aus, ich weiß. Weiß mit Schwarz. Warum fährst du mit Harten weiter? Nö. Nee. Nö. Nee. Oh, ist gemein. Hätte ich auch nicht, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Klaus Löber kann es nicht fassen. Wie ist das denn die Möglichkeit? 2:1 für Süder Bravo. Das war blöd. Das Rennen war scheiße. Das war scheiße. Wir sind noch mit dem. Das Rennen ist richtig scheiße. Ich bin schon dreimal gedreht. Ja, man, schaffst du nachher Lust zu spielen? Break, oder? Da muss ich erstmal gucken. Ja, mal gucken. Erstmal muss ich hier durchkommen, wenn es irgendwie geht. Ja. Please do not disturb the bus. Kannst Bastion. Mich ja bitte zufügen. Genau, selbe Name wie die Steam auch. Ja. Aber jetzt muss ich ein bisschen safer fahren eigentlich. Würde ich wieder abbiegen in deinen Kurven. Hallo? Ja. Denk an selbst zu fahren. Okay, danke schön für die Information. Heimat! Beide sein wird diesen Jungen nicht. It's the Quake Champions. It's the Lin. Wieso ist denn jetzt Sepp vor mir? Weil ich an der Box war? Achso, weil er an der Box war, ja, okay. Einmal ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit hinten ist dann. Ja, ich du bist hinter mir, ne? Ich wäre weiter vorne. Wie lange geht ja, ich bin davon ausgegangen, dass ihr so weit vorne weg seid. Also, boah, jetzt reden alle gleichzeitig, dann ist es richtig gut zuzuhören. Ja, klar. Ja, so, wenn er den Fehler nicht gemacht hätte, wäre er quasi immer noch in meinem Arsch. Ach, hier steht's, das ist normal. Nevermind. Oh, der wie weit ist der Lärmruhigste hier von dir entfernt? Mensch, das kann ich ja meine. Das kann ich ja meine Psychologie-Hausaufgabe machen. Ja, mach das. Ah, Angst als Beispiel für Emotionen. Ted Bondwill aus Formel 1. Aha. Ey Gott, aber jetzt ganz recht, was ohne Fahrhilfe hast du im Rennen beendet. Sollen wir mal gucken, ob das jetzt hinhaut. Ist das jetzt ein anderer Kraft oder was? Ich? Nee, ich muss ja, ich hatte ja gelbe Reifen Nein, jetzt, ich muss ja wechseln. Ich hab das keine Idee, dass ich auch nicht hinter der Schotter. Wir lernen relativ wehrlose. Aber ich habe auf jeden Fall deutlich weniger Verschleißer als ihr, aber das ist mir dann ehrlich. Ja, ich hatte auch. Du bist ja auch Lenkradfahrer, das wissen wir ja. Nee, ich hab jetzt aber erst 42. Ja, du hast auch hart. Nee, hast du nicht. Nein, ich hab Minus. Alter, na, du willst der Reifenschoner dabei. Ich habe auch nur vorne links, aber das liegt daran, dass die Bremsbalance sich anders stellen kann, weil das verbirgt sich. In der Mitte läuft und Nightmare. Ich habe viel zu gute Laune, irgendwas passiert jetzt. Ich habe auch was gesehen. Ich bin gerade schon so ein bisschen skeptisch. Gute Laune, ich bin schon wieder überholt worden von Water on Mono, ist schon wieder viel zu lang. Ich muss aber nochmal stoppen. Also, achso, mach das einfach. Du sollst ungefähr stoppst. Das ist oh nein! Jetzt hätte ich jetzt CS bekommen.
Ich hätte auch DRS bekommen. Ja, übrigens, wir lösen natürlich schon die. Ja, du bist vor mir, keine Angst. Ja, ich muss halt langsam fahren. Ja, ich auch. Weil Scheiße. Jetzt keine Überraschung. Ja, Sepp fährt schnell. Ich freue mich schon auf den Zeitpunkt, wenn er sagt Virtual Safety Car Ending. Du kannst eigentlich schon vorher Gas geben, aber du musst halt. Du musst halt dann den Zeitrahmen haben. Das ist jetzt riskant tatsächlich. Aber du darfst halt nicht vorher überholen und ich bin direkt hinter Bottas. Wie? Ich bin zu schnell, ich stehe! Aber jetzt mach grün, bitte! Nee, jetzt mal das scheiß Virtual Safety Car. Wie lange geht das denn eigentlich? So lange. Zu lange. Oh, nicht jetzt, jetzt bin ich in der Kurve. VSC endet auf grüne Flaggenwart. KI leckt. KI Uwe. KI Ebel. KI Ebel nackt. Haben wir den jetzt schon angeschrieben oder mal nackt? Noch nicht diese Folge, nein. Warum nicht? Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 6,8 Sekunden. Habt ihr gesehen, wie Klitschko aufs Maul gekriegt? Nee, das interessiert mir nicht. Das glaube ich auch. Passiert das nicht jetzt erst noch? Also wieder? Nee, das war gerade. Nee, nee, das war schon. Ja, ich meine jetzt so vom Video ab. Du hast doch keine Werbung gemacht für den nächsten Boxkampf, der jetzt anfängt. Stimmt, der große Boxkampf, der Klitschko mit dem Tiger. Die Benzinreserven gehen zu Neige. Und European Qualifiers, auch noch. Dschungelcamp, auch nicht runter. Ja, nächstes Jahr. Dschungelcamp. Das Dschungelcamp. S-C-H-U-N-K. Ich bin davon, dass sie im Dschungelcamp machen, dass sie einfach in Chinas Großstädten leben, dass sie dann gegen Smog kämpfen. Gegen Smog kämpfen? Was soll sie das machen? Das hört sich an wie so ein Rollenspiel. Hat ja, ja, wirklich. Wie viele Weiche hat man dann? Zwei. Meinst du Weiche, Soft? Ja, Soft. Die zwei aus dem Qualifier. Okay, das heißt, das ist angefahren. Oh, ich hab selbst den besten Freund. Wobei, nee, ich bin nur ein Soft gefahren. Nee, ich bin beides auf einmal. Erektion, so ist treu. Genau, Sepp, ich hab Erektion für dich. Das ist gut. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel näher uns vor mir ist. 30 leider oben, ich kann nicht kürzen. Sepp, wie viel ist der vor dir? Obwohl, ich bin hinter also, ne, Sepp 30 klebt, Sekunden. Sepp klebt in seinem Arsch. Schnell, du verteidigen! Wir müssen nee, ihn selbst ausrocken. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, anders zu sehen. Ich glaube, mehr Bullets kriege ich diesmal leider nicht. Boxenstopp. Jürgen, kannst du durchfahren? Boxenstopp. Ich hoffe es. Ich hatte ja erstmal einen zweiten Stopp. Mehr fällt an Box. Entschuldigung, an Nö, Box, Box, Box. Ich meine, ich wäre mit den ersten 12 oder 13 Händen gefahren und die hatten schon 10%. Gut, Herz! Aus dem Box fahren, also nicht für die Idealien verstopfen. Verstopfen. Oder wir haben Quaises direkt. Ah, ich habe in Minecraft nirgends letztens lecker Kartoffelkiss gemacht. Wir haben uns eine Knifte draus gemacht. Das wird das neue Knorke, ey. Knifte ist das neue Knorke. Also wie Orange ist mit Leckwasser. Kannst du denn mit den harten? Kannst du nicht durchfahren? Nee, Orange, du hast sie direkt draufgezogen nach dem. Eins. Darauf? Ja. Erst ein bisschen langsamer? Nee. Aber du kannst ja wieder mit Gelben weiterfahren, ne? Wenn wir ein bisschen besser. Nee, ich fahre in die Box. Ja, ist schwierig, weil wenn ich. Das Problem ist, wenn ich jetzt ja, meinen Fahrstil ändere, baue ich einen Unfall. Okay, nee, das reicht nicht so stark. Das kann sein, aber trotzdem. Also fliegst du eh schon wieder ran, genau. Du fährst durch, Björn, ne? Nee, ich hab KI vor. Das ist der Plan, ja. Dann hast du nur welche. Die hab ich schon hinter mir, ey. Aber der hat mir Boxen aus, weil die alle nicht. Ich glaube 18. Ericsson. Piss dich, Mike. 20? Ja, das ja, das reicht. Davon gehe ich aus. Wenn ich jetzt nicht zu viele Fehler mache und zu viel wegrutschen. Aber ich hätte halt überlegt, ob ich auf Soft gehe gleich. Gegangen wäre jetzt. Ach, du musst jetzt nochmal, oder was? Nein, das war schon. Anstatt den Reifen, den ich jetzt gerade gemacht habe. Aber das war einfach nur sicher hier, die ich jetzt gemacht habe. Immer Schlüppchen genehmigen. Ja, du bist halt so weit vor mir, ich krieg dich leider nicht. Das gefällt mir nicht.
Oh, Gutierrez und Tarianto hintereinander bei, im Langsamfahrmodus. Ja, ich habe Ricardo im Krebsmodus, ey. Verlassen beide die Ideallinie und Tarianto machen uns jetzt ein. Ich fahre mal wieder drauf. Ricardo! Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. So, jetzt bin ich auf Strecke. Hat er gut gemacht, der Ricardo. Aber wenigstens Ricardo raus. Oh, ich sehe dich wieder. Ja. Ricardo hat mir gedacht, nee, irgendwas ist nicht. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Vorne links steht ein Haus am See. Da wohnt Chris ist drin, weil der dem tut alles weh. Jetzt ist hier nämlich wieder gut drauf. Nee, ich bin immer noch skeptisch. Skeptisch. Klingt komisch, ist aber so. Warum bist du denn skeptisch? Ich glaube nicht, dass wir den Reifen durchhalten. Du hast Arte! Ja und? Interessiert das Spiel? Ja. Nein. In der Tat? Weil es dazu beiträgt, die Abnutzungsphasen der Reifen zu verlängern. Das macht sogar Sinn, in gewissen Rahmen. Verstappen hat einen Unfall gebaut! Bin ich schuldig, Mann. Verstappen kaputt! Die Safety Car Phase wäre jetzt nicht schlecht. Die wird bescheuert. Ich finde das super. Der steht da übrigens mal auf der Strecke, ne? Wo ist denn der rausgeflogen? Zu schnell. Der ist zu kurz. Der fährt auch wieder. Ja, dann hat er wahrscheinlich nur gewartet. Das ist mir so unkaputtbar. Der steht da dran oder so, aber der fährt immer weiter. Ich glaube, er lässt sich jetzt Führung von der Seite bekommen. Das war aber nicht über Teamspeak aufnehmen, da ist die Verzögerung zu groß. Alter, wie viel schneller bist du eigentlich als ich? Ich fahre konstant wieder Zeit. Ich meine, vielleicht, wenn mehr Jungs sind, dann müssen sich Überrundungen aufgehalten. Jetzt habe ich die Hülkenlusche vor mir. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass Palmer mich wieder überholt auf der langen Ziehung. Alter, alte Kackkatze. Ziemlich knapp. Palmer, du kannst überhaupt nicht. Palmer! Hier macht man auch nicht Platz, ne? Doch jetzt können wir Palmer! Der ist Halbplatz ist ein gutes Wort! Halbplatz! Hast du ihn jetzt weggedreht? Gibt's auch weniger Vollsportplatz? Wer hat dich gedreht? Virtuelle Safety Car! Virtuelle Safety Car? Ach nee! Wir fahren jetzt so gut! Na guck, vielleicht nehmen sie ja jetzt hier Verstappen vor der Startziel weg. Verstappen ist lange schon auf der Startziel. Den habe ich schon rausgehauen. Nein, der hat nicht rausgehauen. Verstappen stand auf alle Fälle in der ersten Kurve ziemlich behindert. Ja, vor 3 Jahren. Das ist aber ausweichen, der Fall gewesen. Ausweichen. Sepp, pass auf, in der Kurve, wo du jetzt gerade reinfährst, da kriegst du ziemlich viele Minus-Dinger. Da musst du gleich bestimmt werden. Hab ich recht? Nö. Wie viel hat das jetzt gekostet? 15 Millionen. Ich kusch. Fahrer hinter mir. 4 Sekunden waren wir jetzt. Ja, es waren 11. Wir verlieren pro Runde etwa 5 Sekunden. Ja, das ist mir klar, das war Virtual Safety Car, du Vollidiot. Nein, damit hat er nichts zu tun. Durch das Drehen, was gerade passiert ist. Ja, genau in der Kurve, du Assi. Ja, das ist mir auch so gegangen. Bei mir auch, deswegen hat es mir auch keine Zeit gekostet. Doch, bei mir schon. Ich musste gerade runterbremsen und dann hört es auf. Ich habe mit dem Bremsen hat sich in Grenzen gehalten, aber die Drehung war nicht so geil. Irgendwo. Ui, ui, ui. Ein Stück auf. Und lande nämlich schon in Schimbohnen. Sag ich, Konrad am TS oder? Glaube ich ein klares. Wer wollte auch dafür machen? Das ist ein klares vielleicht. Sepp, pass auf, die KI will nicht überrundet werden. Ja, echt nicht? Sorry, ich bin wieder hinter dir. Also ganz glaube ich dran. Ja, weit hinter dir. Weil das ja klar ist.
Och ne, ich hab Flashbacks auf gestern. Ich muss wieder vier Leute am Stück überrunden. In der scheiß Kurve da vorne. Zeiruk ist raus. Ja, wir sind doch gar nicht mal richtig ran. Ich hab's gerade gesehen, wo er ist. Er regt sich nur halt schon mal wieder vor auf. Ja, ich will schon mal vorwarnen. Das ist nicht schwer. Er will vorwarnen, dass er sich gleich aufregt über die anderen. Das sozusagen kann man so sagen, ne? Ja, die gute alten Jaja Binks kommen fertig. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 23,7 Sekunden. Ist eigentlich außer Kontrolle jemand raus? Nö. Ne. Doch nach oben links. Das stimmt. Was mit Verstappen ist, weiß aber auch niemand. Ja, der hat den Namen gesagt, den hat Namen rausgekriegt. Der muss noch irgendwo sein. Ja, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, stand da. Und zwar genau hier. Ja. Und hat beide blockiert. So, wer allein, jetzt mach auch gleich schön Platz. Ich bin durch und durch gefahren. Ja, warum? Weißkante. La Hamilton schießt Sides ab! Sides schießt zurück! Was ein Battle davor! Fußball vom Allerfeinsten! Jetzt komm ich! Oh, wer allein nicht so langsam in den. Oh. Die fahren nebeneinander! Wo ist der langsam? Hat er sich echt abgeschossen? Ja, der Hamilton hat halt mit Wheelbanging wollte halt irgendwo rein. Oh, hoffentlich ist mir da nichts passiert. Wollen wir jetzt gucken? Okay, das mit Wheelbanging verteidigt, Mann. Jetzt kommst du wieder. Was ist denn für ein Boxenstoppfenster? Das gab mich schon wieder. Ah, du hast ihn gefunden. Ja, du hast ihn. Vor allem ich. Wir waren nur gerade drüber gesprochen. Da ist hier ein blaues Auto vor mir. Ja, die versuchen immer so Halbplatz zu machen, aber ziehen dann immer wieder direkt auf der Realität. Ja, das ist hier in Spanien ist das echt. Kriegen die es überhaupt nicht gebacken. Der will mich jetzt gleich mit DRS wieder angreifen. Ja, Sepp hat auch gleich wieder DRS. Alter, wie sein wegzieht, was ist bei dem Fall? Nein, was ist wenn er zu schnell ist, da ist. Gleich voll hinten drauf. Dann zieht er normalerweise aber zurück. Normalerweise hat er alternativ, das ist Zeiger. Das stimmt, die haben irgendwas gegen mich gekämpft. Hamilton, hey, lass mich vorbei. Ja, die hat er Glück. Ne? Zeiger, willst du mich vorbeilassen oder was? Ja, der lässt mich vorbei und überholt mich dann direkt wieder. Das wird aber noch ein spannendes Finale mit Björn und mir. Das stimmt. Das stimmt. Geht. Das ist halt die schnelle Reifen. Ich glaube nicht, dass das noch so spannend wird. Aber es ist halt fahre ich zu schlecht. Aktuell, danke, Verstappen. Ja gut, das stimmt. Du hast kein DRS? Du kannst eigentlich auch nicht anlöschen. Nee, mach ich auch nicht. Das sieht zwar so aus, aber. Der Pfeil ist trügerisch, ey. Lass den Krieg einstellen, das Kwiat, weil Kwiat ist immer gefährlich für jeden auf der Strecke. Ja, warte mal. Darfst doch nicht so schnell richten. Ach komm, jetzt sind die Pfeile schon wieder weg, das kann nicht wahr sein. Hinter dir kommt wieder die Perlenkette, ey. Ja, ich merk schon. Da kann ich Kwiat. Fühl mich wie so eine Raupe oder so. Aus, so, für die Raupe, hast du gesehen? Ja, sicher. Mega geil. Beste Format der Pizza im Moment hat. Warum? Weil sie nichts können. Aber jetzt kommt das Format heißt Profi. Ja, das Format Profi heißt ja Pizza mit Robot. Okay, Verstappen gibt mir zumindest ein bisschen DRS. Ja, hast du ja gelegt. Pass auf, der geht am Ende der Gerade. Nein, das ist die beste Gerade. Bei mir war es die andere DRS gerade. Ja, ich konnte auf jeden Fall reinbremsen. Das ist für mich gut gelaufen. Das freut mich. Das klang nicht ehrlich. Das war voll ehrlich. Ach, so ein Schaden, ey. Hier darf ich nicht so schnell fahren, sonst bin ich nach links.
Da ist ein Williams vor mir. Mal schauen, ob der nett ist oder nicht. Frag mal, ob der den Getränk rauskommt. Am besten Martini. Das würde ich jetzt einzige, nicht, während ich noch ein paar Runden fahren, oder? Das wäre der mit dem Fahrzeug gefahren, ne? Okay, hey, selbst du verlierst du jetzt gesagt, irgendwie mal die Zeit, ne? Ich will nicht sagen, dass ich mich mehr oder weniger gedreht habe. Aber. Wenn Sie, wenn du jetzt am Hauptbahnhof in München eingestiegen wärst, dann wäre das nicht passiert. Dann wäre ich jetzt schon auf dem Weg nach Heathrow. In London oder sonst wo. Charles de Gaulle. Das ist aber nicht wirklich London. Ey, das ist so. Zarok? Lol. Zarok hat die Session verlassen. Hostwechsel. Sepp hat die Session verlassen. Du bist raus, Zarok. Du musst nachhören. Ich fahre hier noch. Ja, jetzt bist du aber nur bei dir. Ich fahre hier noch. Du bist bei uns, aber hast du Ricciardo gerade gerannt? Ist jemand ausgeteilt? Ja, da steht jemand draußen. Ja, das wird gewesen. Nee, Zarok. Ja, natürlich. Nee, Ricciardo ist draußen. Ja, nee, ich meine auf dem TS. Der TS ist Gondel raus. Ja, toll, geht's jetzt. Ja, Kaif ist aber deutlich schwerer, weißt du, ne? Deutlich schnell nachschauen, dann kannst du nicht Ende fahren. Das stimmt. Alle vier. Ja, aber ich werde jetzt nicht mehr erst. Weißt aber, dass also du Kaif recht schnell fährst, ne? Habt ihr die Kaif geht nicht mehr in die Box? Ja, das ist meine Befürchtung. Die Kaif geht an die Box! War Scherz. Ja, mein Teammate. Das wäre extrem ärgerlich, wenn ich da nicht jetzt dran verliere. Ich will nicht sagen, dass es möglich ist, aber ich überhole mich gerade. Das ist leider wahr. Aber ruckeln, weil Sarah auch rein kann. Aber jetzt wird es richtig, jetzt wird es spannend auf jeden Fall. Ja, wir haben ihn. Weil die Situation hat. Ne, zwei noch. Die Situation hatten wir schon mal. Das letzte Mal hast du gewonnen. Oh, Massa. Ja, Massa, machst du gut. Wir halten jetzt dreh dich schneller, du scheiß Ladekreis! Zarok hat die Session verlassen. Was? Ja. Ja. Ich glaube, mein Host-Server mag das nicht, wenn du kommst. Ja, nice. Klasse. Hui, Massa macht das. Aber die KI fährt ja für dich zu Ende, das heißt, du hast keine Nullpunkte. Ja, nice, zweiter Platz, klasse. Jetzt bist du ja beigetreten. Jetzt habe ich ein Standbild. Kann sich die KI hier bei mir nach hinten teleportieren? Bei mir war das gut. Mir auch. Soll ich ja wieder please wait? Nur, dass ich Nergorix nicht erreiche. Das ist alles, was gerade doof ist. Ja, bei dir müsste ja eigentlich das immer echt sein, oder? Ja, wir haben ja doch festgestellt, dass das nicht stimmt. Ihr müsst ein bisschen wieder raus. Ja, toll. Super. Klasse. Dann starten wir Steam vielleicht mal. Ja, das ist auch egal. Wobei du immer noch direkt hinter. Ich kann nicht mehr joinen! Ja, ja, das haben wir schon verstanden. So, gut zur Abwechslung mal rein. Aha, Mono hat eine Zeitstrafe, so. Ja. Das ist wieder das Bio und einer hat. Das ist nämlich hier wirklich noch nicht durch. Oh. Ach komm, red nicht. Oh, please weg. Teamkollege ist in der Boxengasse. Zum Standbild? Wenn noch anderthalb Runden. Okay, jetzt verarscht er dich tatsächlich. Und das KI. Die KI hat dich jetzt in der letzten Runde an die Box gesetzt. Ja. Aber es ändert nichts, du bist Zweiter.
Ja, yeah, wow, klasse. Ja, normalerweise wäre es ein totaler Ausfall. Warum auch immer. Weil du bist ja noch da, es liegt ja nicht in deinem Internet. Das ist genau die Situation, die ich das eine Mal in Italien hatte, wo der mich an die Box gesetzt hatte, obwohl ich neue Reifen drauf hatte. Wow, jetzt hab ich ja. 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 Weil es halt vor, so geplant war, ne? Wenn ich jetzt rausgeflogen wäre, hätte ich auch auf jeden Fall nochmal reingemusst. Das hätte gerade auch schief gehen können. Ja, hattest du auch ein Standbild? Direkt neben dem Standbild. Der hat mich sich quasi 2 Zentimeter neben mein Auto teleportiert. Und Junge, musst du noch 2 Sekunden weg. Was macht der denn da? Ja, aber es ist die letzte Runde. Ja, einmal noch ins Kiesfeld und alles vorbei. Ja, aber es ruckelt irgendwie zu ab und zu mal. Das ist nicht so. Ja, und das kannst du vergessen. Es wird nichts mehr mit beitreten. Du musst in der letzten Runde, in der letzten halben Runde. Ja, ich würde sagen, völlig verdienter Sieg. Oh, Mann. Ja, gut, wir haben natürlich Pech. Da gibt's jetzt einen überragenden Schlusswagen, noch mal eben den Salver kassiert und den Sieg nach Hause gefahren. Das ist nicht stabil, das ist einfach. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber das ist einfach die überlegene Strategie, verbessert zu sein. Dieser zusätzliche Boxenstopp hat sich nicht ausgezahlt. Also wirklich, was Ferrari da für eine Strategie gemacht hat, 32 noch immer an die Box. Bin ich jetzt schon im Ziel? Ja, bin ich. Ja, ja, sind wir. Tja, dann Glückwunsch, ne? Ja, Glückwunsch. Ja, Sieg. Und Sepp? Und das ist aber die Zeitstrafe. Nee, nee, so langsam wie ich war, ist es in Ordnung. Es gab nicht nur eine Verwarnung. Ja, hätte ich auch öfter machen können. Jetzt hast du kein Benzin mehr. Das ist korrekt, aber ich bin ja am Ziel. Und Seirock ist immerhin Zweiter. Boah, extrem also. Anstrengendes Rennen. Ich habe mich 3-mal gedreht. Oh. Ja, so viele Boxenstopps hat Seirock gemacht, immerhin. Ja, sind die vorne 1,25er Zeiten gefahren? Ja, bitte. Das ist jetzt wirklich hart. Puh, bin ich froh, dass das vorbei ist. Ja, Jomo und ich tun uns sicher. Ich glaube, bei Ferrari wird ein Platz frei. Gut gemacht, diese Session. Weil du ja Mono überholt hast im letzten Rennen dank der Zeitstrafe. Sehr unfair. Ja. Wie unfair. Ja, keine Ahnung, was war. Ich weiß nicht, wieso ich dafür 10 Sekunden kassiert habe. Ja, aber ich hoffe, dass es zwischen Jomo und mir noch spannend bleibt, diese Saison. Das ist echt eigentlich ganz nett. Es sieht auf jeden Fall so aus im Moment. Na, du bist ja auch nicht weit von mir weg. Naja. Ja, aber also Mono, wir sind uns einig, wenn du keinen Unfall hast, bist du deutlich schneller als ich. Ja. Aber du hast halt auch durch mich durchaus mal verursachte Unfälle. Ne? Ja. Verein und was sind wir gerade gefahren? Russland. Russland. Ja, Sibi, herzlichen Glückwunsch, du darfst abmoderieren. Ja, danke. Ja, das ist auf jeden Fall der verdienteste Sieg dieser gesamten Saison. Fairness wird hier ganz groß geschrieben, erst recht vom Spiel. Ja, was ist denn eigentlich das nächste Rennen, Monaco? Ja, freut euch drauf. Freut euch aufs nächste Rennen in Monaco. Wir tun das wahrscheinlich kürzeste Rennen. Das kürzeste Rennen bis zur ersten Kurve und nicht weiter. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.